Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nun ist es soweit. Nach 5 Jahren wählen wir am kommenden Sonntag wieder einen Bundespräsidenten. Und zum zweiten Mal präsentieren die Freien Wähler einen eigenen Kandidaten. Noch genauer, eine eigene Kandidatin. Die Landtagsfraktionen der Freien Wähler aus Brandenburg, Bayern und Rheinland-Pfalz haben Dr. Stefanie Gebauer für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. Sie ist 41 Jahre jung, stammt aus dem brandenburgischen Kemmen, ist langjährige Kommunalpolitikerin, Mutter und promovierte Astrophysikerin. Am vergangenen Mittwoch haben wir Stefanie Gebauer bei einer Pressekonferenz der Landtagspresse vorgestellt. Und ich muss sagen, sie war mir auf Anhieb sympathisch. Mit der Nominierung von Frau Dr. Gebauer setzen wir ein klares Zeichen für mehr Vielfalt bei der Wahl des deutschen Staatsoberhauptes. Die einzige weibliche Bewerberin bei der Bundesversammlung am 13. Februar steht für Bürgerdialog, das Ehrenamt, Frauenförderung und mehr Unterstützung für Kinder. Mit ihrer Kandidatur zum höchsten Amt der Bundesrepublik möchte Frau Gebauer insbesondere Frauen ermutigen, politische Verantwortung zu übernehmen. Das alles ist höchst respektabel. Vielleicht fragt ihr euch dennoch, warum wir für die Bundesversammlung am Sonntag eine eigene Kandidatin nominiert haben, obwohl der Amtsinhaber doch mit größter Wahrscheinlichkeit wiedergewählt wird. Nun, Demokratie lebt unseres Erachtens von Vielfalt und von Auswahl. Diese Auswahl möchten wir nicht der AfD mit ihren Kandidaten vom äußerst rechten Rand überlassen. Wir Freien Wähler möchten auch bei dieser bedeutsamen Wahl zeigen, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen radikales Gedankengut, Hass und Hetze ablehnt. Deshalb machen wir der Bundesversammlung mit Stefanie Gebauer ein politisches Angebot aus der liberalen, bürgerlichen Mitte. Wir mochten es außerdem noch nie, wenn ein paar Parteivorsitzende beim Abendessen in Berliner Hinterzimmern entscheiden, wer unser Staatsoberhaupt werden soll. Deshalb haben wir uns bereits vor 5 Jahren mit unserem damaligen Kandidaten Alexander Holt für mehr direkte Demokratie eingesetzt und für eine Direktwahl des Bundespräsidenten. Damit hat es bisher zwar nicht geklappt, doch Alexander Holt war 2017 dennoch erfolgreich. 25 Wahlfrauen und Männer stimmten seinerzeit für ihn und damit 14 aus anderen politischen Lagern. Nun also wählen wir den nächsten Bundespräsidenten. Es wird die größte Bundesversammlung aller Zeiten. 1472 Wahlleute kommen am Sonntag in Berlin zusammen. Uns Freien Wählern würde es riesig freuen, wenn auch Stefanie Gebauer so erfolgreich wird wie einst Alexander Holt. Schauen wir mal. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.